Karl ist Schlachtermeister. Diesen Beruf hat er vor 25 Jahren gewählt, weil er ihm Spaß macht. Denn er ist Schlachter aus Leidenschaft. Doch so sehr er es auch liebt, Rinder zu zerstückeln, nach der Arbeit quälen ihn stets dieselben Fragen. Wie soll er seine Rechnungen bezahlen, wenn er nur so einen niedrigen Lohn bekommt? Die Tierliebhabervereinmitgliedschaft zahlt sich auch nicht von alleine und die Milch wird auch immer teurer. Er muss ja schließlich auch noch 4 Mäuler zu Hause stopfen und kann nicht immer eine Rinderhälfte unter der Schlachterschürze mit nach Hause schmuggeln. Hey Karl, hast du schon mal was vom BGE gehört? Vielleicht wäre das ja was für dich. Dabei handelt es sich nicht um eine lästige neue EU-Vorschrift, sondern um das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens. Seit einigen Jahren ist die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens stark in Mode gekommen. Sie wird in der Wirtschafts- und Sozialforschung stark diskutiert und auch, meistens ziemlich linke, Teile der politischen Klasse sprechen sich dafür aus. Doch wer soll so ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt beziehen? Blöde Frage. Die Betonung liegt hier auf bedingungslos. Sprich, jeder soll Anspruch darauf haben, egal ob alt, jung oder wirklich jung, egal ob arbeitsfähig oder nicht. Und das Ganze natürlich unabhängig vom sonstigen Einkommen und ohne was dafür zu tun. Klingt soweit ja schon mal ganz verlockend, oder Karl? Mit einem BGE soll erreicht werden, dass jedem eine Grundversorgung und Sicherung der Existenz garantiert wird und sich somit niemand mehr Sorgen machen muss, am Hungertuch nagen zu müssen. Außerdem soll Erwerbslosigkeit auf diese Weise nicht mehr so negativ behaftet sein und so die Würde von Arbeitslosen gewahrt bleiben, indem sie weiter in der Lage sind, am öffentlichen Leben teilzuhaben. Auch ehrenamtliche Tätigkeiten sollen so aufgewertet, Bildungschancen verbessert und die Risikobereitschaft zur Existenzgründung erhöht werden. Auch aus Arbeitgebersicht soll das BGE in den Vorstellungen der Befürworter Vorteile mit sich bringen. Dadurch, dass die Existenz der Angestellten ja eh gesichert wäre, wird es auch keinen Mindestlohn oder tarifliche Gehaltsbindung mehr geben müssen, was zu einer erhöhten Flexibilität des Arbeitsmarktes führen soll. Denn so könnten Chefs ihren Angestellten wieder lustig 2,80 Euro die Stunde zahlen. Wie schön! Aber wie hoch sollen die Bezüge eigentlich sein und wie soll das Ganze überhaupt finanziert werden? Darüber sind sich die Befürworter auch nicht so ganz einig. Zu jedem Argument für das BGE gibt es auch das passende Argument dagegen. Kritiker der Idee halten sie nicht für umsetzbar und fänden es auch brandgefährlich, wenn ein Land den Alleingang zum BGE wagen würde und so das ganze internationale Wirtschaftsgefüge möglicherweise ins Chaos stürzen würde. So Karl, jetzt weißt du Bescheid und kannst selber entscheiden, ob das BGE was für dich wäre. Bedingungsloses Grundeinkommen.